Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Neuzugänge. Diesmal fange ich mal ganz unspektakulär mit einem Adapter an. Und zwar haben wir hier einmal fürs 3DO einen Adapter. 3D Zero Super NES. Wie man das hier schon so sehen kann, auf dieser Illustration hier vorne. Es ist einfach ein Adapter, der ins 3DO gesteckt wird und dann kann man hier Super Nintendo Controller anschließen. Ist natürlich super, weil die 3DO-Controller sind nicht unbedingt die besten, sage ich mal so. Hier hinten sind noch so ein paar Infos. Ach ja, das ist auch noch für 3- oder 6-Button-Controller. Kann man auch noch umschalten. Ja, super Sache. Ist ganz nützlich. Hier vorne haben wir das Teil mal liegen, noch verpackt. Knister, knister. so sieht das Ding aus. Super NES Controller Adapter. Ja, hier hat man den Anschluss für weitere 3DO Controller. Die sind hier immer so hintereinander geschaltet. Das 3DO hat ja nur eine einzige Buchse und die Dinger sind so seriell hintereinander dann immer geschaltet. Also man steckt das dann ins Gerät und hier dann den zweiten Controller ran, den dritten Controller steckt man dann den zweiten und so weiter. Und ja, das ist hier dann genauso mit dem Adapter dann halt, ne? Hier hat man noch den Umschalter zwischen 3-Button- und 6-Button-Pads. Hier, das ist dieser normale Stecker, wie er beim 3DO auch ist. Und dann hat man hier den Anschluss, hier die Buchse für den Super NES-Controller. Fürs Pad. Ja, super Teil. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, muss ich echt mal antesten. Ob das richtig gut funktioniert dann und ja, wäre ja super, weil wie gesagt, die 3DO-Controller sind nicht die besten. Ja, dann geht's weiter mit dem Getränk zur Feier des Tages. So, ich habe schon einen Becher bereitgestellt, denn das heutige Getränk zur Feier des Tages kommt in einer großen Flasche. Das wäre Schwippschwapp. Ja, habe ich ja schon mal gezeigt. Ist auch ohne Zucker. Also dieses normale Zero habe ich, glaube ich, gezeigt letztens. Und das hier ist jetzt Lemon Taste. Hatte ich ja schon mal erzählt. Hier, das hat oben dann so einen gelben Deckel. Das andere hat einen weißen Deckel. Dann mache ich die mal auf die Flasche. Guten Schluck. So, dann wollen wir mal probieren. Obwohl, die habe ich schon probiert. Die trinke ich schon eine ganze Zeit. Ja, dann zum Wohl. Ah ja. Ach, ein kühles Getränk ist immer gut. Auch wenn der Tag nicht warm ist. Aber ich liebe kalte Getränke, eiskalte. Auch wenn das vielleicht nicht so gesund ist, immer alles so eiskalt zu trinken, aber das muss sein. Ja, schmeckt wie diese Schwibschwab Zero, aber ich finde sogar noch ein kleines Stück besser. Wahrscheinlich ja durch die Zitrone da drin halt, ne? Früher hat man das ja auch so gemacht, in den 70ern, 80ern und so weiß ich noch. Da gab es überall immer, wenn man Cola bestellt hat, eine Zitronenscheibe reingeworfen oder oben so am Rand rangesteckt. Ja, schmeckt richtig gut. Kann man gut trinken. Dann geht's weiter mit so ein paar ganz alten Atari 2600 Modulen. So, dann habe ich auch noch eine schöne Sammlung mit Atari 2600 Modulen aufgekauft. Ja, jede Menge Klassiker dabei. Hier sieht man schon das erste, Zirkus Atari. Auch ein richtig schönes Spiel, weiß ich noch, wie ich das früher bei meinem Kumpel immer gespielt habe. Nach der Schule haben wir uns dann getroffen und dann ging's richtig ab. Dann haben wir Atari 2600 gespielt. Natürlich noch auf dem alten, im Wurzelholz-Design. Ja, dann hier ein Berserk, auch ein Klassiker. Und alles schön hier PAL-Versionen und sehen auch noch richtig gut aus. Also ist ein richtiger Glücksgriff gewesen, die Sammlung. Dann habe ich noch ein Missile Command. Ja, muss ich auch nicht zu sagen. Auch
ein Klassiker, den man in der Sammlung haben muss, genauso wie das nächste hier, Space Invaders. Auch eins der bekanntesten Spiele überhaupt. Knaller. Das hier auch, super bekannt, Asteroids. Auch wieder PAL-Version, super. Freue ich mich richtig. Also ich habe die zwar schon zum Teil und zum Teil auch in OVP richtig schön mit Box und so, aber manchmal sehen die Module nicht so gut aus und ja, wie man hier sieht, sind die echt noch richtig gut. Also das kommt richtig vom Sammler, der hat die gut gepflegt, die Dinger. Hier haben wir mit rotem Label nochmal Klecks oder Klacks oder wie auch immer man das nennen will. Dann habe ich noch einen Roadrunner. Das fehlt mir sogar auch noch. Hm, super. Dann habe ich, glaube ich, noch ein paar von CBS hier. CBS Electronics. Coleco. Aber nicht fürs ColecoVision, sondern hier fürs ja, Atari 2600. Da haben wir dann einmal Wizard of War. Das habe ich auf jeden Fall. Richtig schönes Spiel. Aber auf dem Atari 2600, naja, da sah es nicht so doll aus. Kann man auch gut spielen. Macht auch Spaß, aber es flackert halt ordentlich und der Sound ist halt nicht so, oder ne? Aber zum Beispiel auf dem C64, da kann man das richtig gut spielen. Die Version ist richtig gut gelungen. Da gibt es aber zwei Versionen, da muss man aufpassen. Nicht die ganz alte nehmen, sondern diese, ja, diese ganz normale. Die bekanntere. Ja. Super. Dann. Mal so rum hier. Mr. Du, ja auch ganz bekannt. Super. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Dann noch ein Carnival. Ja, hier Sega, ne? Auch super. Schön, freue ich mich. Ja, weiter geht's dann mit ein paar Games hier mit dem silbernen Label. Da habe ich zum Beispiel Kangaroo. Das habe ich aber auch schon in OVP, das weiß ich. Ja, hier so ein bisschen schon eingedrückt. Ist aber auch wieder PAL-Version, ne? Auch super. Dann Battlezone. Auch ein toller Klassiker. Dann haben wir noch ein Galaxian. Ja, muss man auch in der Sammlung haben. Ich sag ja, richtig viele Klassiker dabei. Genau wie das hier, Mario Bros. Ja, Knaller. Dann haben wir noch ein Joust. Was soll ich dazu sagen? Muss man auch in der Sammlung haben. Genau wie das hier, Jungle Hunt. Ich sag ja, der hat wirklich schöne Spiele in seiner Sammlung gehabt. Ja, toll. Dann guck ich mal. Dann habe ich hier noch was. Revenge of the Beefsteak Tomatoes. Ich halte es mal ein bisschen höher. Ja, das sind diese jetzt hier von Fox irgendwie. 20th Century Fox. Da habe ich auch noch mehrere. Zum Beispiel hier das Fantastic Voyage. Dann haben wir noch ein Space Master X7. Kenne ich das? Ich glaube, das kenne ich sogar gar nicht. Super. Und dann ja noch ein bekannterer Titel, Alien. Ja, cool, die hatte ich alle noch nicht. Das passt ja, super. Dann habe ich auch noch ein paar Spiele von Parker. Hier zum Beispiel Super Cobra. Ja. Die müsste ich aber, glaube ich, schon haben. Weiß ich gar nicht, aber ich denke, die habe ich alle schon. Dann Return of the Jedi. Super. Und dann noch ein Popeye. Ja, das ist das einzige Modul, wo hier so ein bisschen an der Ecke mal, ne? Schon der Aufkleber so. Muss ich mal gucken, ob ich den wieder so zurückmachen kann. Der ist hier so umgeklappt so ein bisschen. Ja, cool. Dann habe ich noch ein Threshold. Von Tiger Vision. Ja, sieht auch richtig cool aus. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Genauso das hier, Deadly Duck, das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, sehr cool. Und das hier habe ich auch noch nicht. Also ich habe Centipede zwar schon,
Aber man sieht hier Atari Age, die Trackball Series. Das ist ja so eine Version, die sich halt mit Trackball steuern lässt. Sehr cool. Hier schön mit den Aufklebern noch drauf und so. Ja, cool. Dann habe ich auch noch zwei Module von Mattel. Ja, die sehen halt so ein bisschen anders aus hier, ne? Sind aber auch fürs Atari 2600. Da hätten wir einmal das Lock and Chase. Und was haben wir hier noch? Astro Blast. Ja, cool. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die schon habe. Aber ich glaube, die habe ich schon alle. Diese Magic-Dinger hier. Dragonfire. Dann habe ich auch noch einen Atlantis. Und einen Cosmic Arc. Ich lege die mal hier so nebeneinander. Da kommen nämlich noch ein paar. Zwar nicht mehr viel, aber die letzten drei hier. Und zwar von Activision. Robot Tank. Da habe ich ja schon mal gesagt, die Aufkleber, die werden komischerweise nach den ganzen Jahren so ein bisschen unansehnlich irgendwie, weiß ich auch nicht. Da kommt der Kleber so durch oder so. Und das verfärbt sich dann so ein bisschen. Also das Label ist noch eigentlich super, aber sieht halt nicht mehr so schön aus. So fleckig wird das dann halt. Ja, schade. Dann habe ich ein Chopper Command, das habe ich auch schon. Das habe ich auch in besserem Zustand. Da habe ich Glück gehabt bei einem Aufkleber. Der sieht noch gut aus. Weiß ich auch nicht, ob das an der Lagerung liegt oder so. Dass die sich so verfärben, so fleckig werden oder... Keine Ahnung. Und dann habe ich noch ein Kaboom. Ja, auch ein schönes Spiel. Macht auch richtig Spaß. So, und dann geht's auch gleich retro-lastig weiter. Aber nicht mehr mit Atari 2600 spielen, sondern mit C64 spielen. Ja, hier haben wir einen ganz großen Klassiker, Summer Games. Ja, hier steht's, Commodore C64 128. Kassette. Deutsch-Englisch. Ja, hat wahrscheinlich jeder, der ein C64 hatte, früher auch gespielt und kennt das. Summer Games, Summer Games 2, Winter Games, California Games, World Games und was gab's da nicht alles. Super. Hier sogar mit deutschem Text und so. Und da mache ich es mal auf. Ja. Und dann haben wir sogar eine deutsche Bedienungsanleitung. Ja, hier so mit den ganzen Sachen, wie man springt und so weiter, beim Turmsprung und so. Und halt die Kassette, ne? Ja. Super, sehr schön. Freut mich. Dann geht's auch gleich weiter mit dem zweiten Teil. Summer Games 2. Auch wieder in so einer schönen Verpackung. Ja, wieder genau die gleiche Beschriftung. Und auch wieder in Deutsch. Ja, hier sind auch mal wieder so ein paar Screenshots. Ja, super. Und, ja. Wieder die Bedienungsanleitung halt, ne? Und Kassette. Und dann, wenn wir die beiden haben, darf das hier natürlich auch nicht fehlen. Winter Games. Ja, auch wieder so richtig cool gemacht hier. Ja, so richtig 80er Jahre mäßig. Ja, sehr cool. Auch sehr schön. Habe ich früher auch richtig viel gespielt. Eigentlich sind so Sportspiele ja nicht so meins, aber diese Dinger, die hat wirklich jeder auf dem C64 gespielt. Das war der Oberknaller. Und ja, auch wieder schön mit Anleitung. Auch wieder in Deutsch, mit Kassette. Ja, und wenn wir die drei Teile haben, dann darf das Pitstop auch nicht fehlen. Ja, kein World Games oder sowas oder California Games. In der gleichen Verpackung habe ich denn hier nochmal ein Pitstop 2. Der war auch früher ein richtiger Knaller. Das super Rennspiel überhaupt. Naja, grafisch ist das heutzutage nicht mehr so der Knaller, aber das hat richtig Spaß gemacht früher. Habe ich richtig gerne gespielt.
ja hier auch wieder auf Deutsch, Englisch und Deutsch. Dann gucken wir da auch noch mal rein. Und ja, auch die Kassette und Introduction. Ah, hier haben wir es, Einleitung. Auch auf Deutsch alles. Ja, super. Ja, da freue ich mich richtig drüber, dass ich diese jetzt so in so einem, ja, eigentlich recht guten Zustand habe. Die kommen dann alle schön ins Regal. Tolle Sache. So, und dann haben wir schon wieder was fürs Kuriositätenkabinett. Und zwar von Bang. Da habe ich ja schon diesen Dr. V64 gezeigt. Ja, da blende ich mal hier oben auch einen Link zu ein. Da habe ich mal ein ausführliches Video früher gemacht. So ganz zum Anfang irgendwie. Das ist ja dieser Unterbau gewesen fürs Nintendo 64 mit CD-ROM-Laufwerk drin. Und das ist hier eine spätere Version, die... Ja, ist eigentlich so eine Flash-Lösung schon. Das ist ein V64 Junior. Mit, hier steht's, 256 Megabit. Ja, das ist auch so eine Backup-Unit. Ich habe hier hinten schon mal eben... Ah, jetzt habe ich es wieder zugemacht. Es ging so schwer auf. Ja, hier, so eine Klappe. Da kommen die Batterien rein. Also man braucht nicht unbedingt ein Netzteil, man kann zwar eins nehmen hier, man kann es aber auch mit Batterien betreiben. Und ja, Anschluss für den PC haben wir hier nochmal. Und hier kommt ein N64-Modul rein und von unten, hier sieht man, ist wie ein Modul. Es wird dann so halt ins N64 reingesteckt. Und ist noch riesig gegenüber diesen neueren Lösungen, die es gibt. Da gibt es ja diese kleinen Flashkarten inzwischen, diese Flash-Module, wo man eine SD-Karte reinmachen kann und so weiter. Das hier ist halt noch so, sind die Anfänge davon. Halt schon keine Lösung mehr mit Diskettenlaufwerk oder mit CD-ROM, sondern halt schon, ja, so kompakt hier, ne? Jo, dazu werde ich dann aber auch nochmal ausführlich ein Video machen, wie das ganze Teil hier funktioniert. Dann habe ich wieder noch eine neue Backup-Unit für meine Sammlung. Das Ding fehlte mir nämlich auch noch. Ja, und dann haben wir noch so ein Gerät, und zwar den Dr. SF. Auch von Bang. Sieht man schon an dem Namen Doktor. Die hießen immer alle Doktor. Die Geräte, ja, noch in Verpackung. Ich packe das Ding mal eben aus. Ja, hier sehen wir das Gerät dann auch schon gleich. Dr. SF, wie gesagt, ne? Von Bang. Und ja, hat schon ein eingebautes Slimline-Diskettenlaufwerk. Das ist auch so ein PC-Laufwerk, wieder mit 1,44 Megabyte pro Diskette. Aber die Geräte können ja immer meistens schon bis 1,6 Megabyte beschreiben. Also hat man ein bisschen mehr Platz dann drauf. Irgendwie 12,8 Megabit oder wie viel waren das? Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ja, hier noch eine LED zur Betriebsanzeige. Hier haben wir den Modulport, da kommen die Module dann halt rein. Und ja, ansonsten hier nochmal die Spannungsversorgung. Und hier ist nichts. Und von unten halt ja zum, ne, Einstecken ins Super Nintendo. Das wird auch einfach so aufgesteckt auf Super Nintendo. Hier kann man dann das Modul reinmachen, kann das Modul auslesen, auf Diskette schreiben oder eben auch ein ROM-File von Diskette lesen und spielen. Und ja, Speicherstände auslesen und so weiter. Das Teil werde ich dann aber auch nochmal ausführlich zeigen. Ich habe so viel neue Backup-Units reinbekommen, also das reicht erstmal für, weiß ich nicht, 10 Videos oder so mindestens. Ich habe ja auch noch so viel liegen, also ich denke mal eher 20 Videos werden es wohl werden. Mit verschiedenen Backup-Units für verschiedene Geräte halt, ne. Meistens immer für Super Nintendo, Mega Drive, N64 und so, ne. Ja. Schönes Teil, fehlt mir auch noch in der Sammlung. Sieht auch noch richtig schön aus. Muss ich aber auch gleich erstmal aufschrauben und reingucken, ob da ein Akku drin ist und ob der schon ausgelaufen ist oder so. Muss man bei den Geräten halt immer machen. Und dann haben wir noch so ein Gerät. Achso, was ich eben noch vergessen habe zu sagen, bei dem Dr. SF-Teil, das hat unten auch noch eine Klappe für Speichernachrüstung. So original, glaube ich, hat das Ding irgendwie 16 Mbit drin.
Und das kann man auf 32 Megabit dann aufrüsten. Ja, hier haben wir auch wieder was Besonderes. Super Magicom Adapter. Super Magicom Drive, Super Magicom PC, oder was heißt das? Ja, MS3201D ist das hier. Ja, hier steht's auch nochmal. Mit Seriennummer. Ja, das ist von Front Far East. Ja, das waren ja eigentlich die so, das war CCL, also China Coach Limited. Dann FFE hier, Front Far East und Bang. Das waren so die drei großen Hersteller für diese Geräte. Die großen Konkurrenten. Ja, ich mache das Teil hier mal auf und hole das Ding mal raus. Ja, so sieht das Teil dann aus. Hier steht es auch nochmal. Super Magicom Drive. MS3201D. Von oben sieht es einfach nur so aus. Ja, irgendwie merkwürdig. Das hat aber einen Grund, dass es merkwürdig aussieht. Hier haben wir einmal einen Mega Drive Slot drin und hier haben wir einmal für Super Nintendo einen Slot drin. Und zwar ist das Teil ja für dieses, jetzt muss ich mir eben selber gucken, wie hieß denn das Teil nochmal, für das SMD 800. Hier steht's, hier ist nochmal die Anleitung mit bei. Das hatte ich ja schon mal vorgestellt, das war so eine Copy Station oder Backup Unit fürs Mega Drive. Da mache ich hier oben auch nochmal einen Link hin zu dem Video. Im Neuzugänge-Video habe ich das mal gezeigt und das Teil, das ist wie gesagt ja so eine Backup-Unit fürs Mega Drive, das wird darauf gesteckt und hat auch ein Diskettenlaufwerk dabei und so weiter und ja, ist so wie bei den anderen Geräten. Man kann Module auslesen und auf Diskette schreiben oder eben die ROMs von Diskette laden und so weiter und dann spielen und auch Speicherstände sichern und so weiter. Und das Teil ist jetzt ein Adapter, um dieses Mega Drive Teil auf dem Super Nintendo zu benutzen. Also wenn man schon das Teil hat, dieses SMD 800, dann braucht man sich keine neue Backup Unit für Super Nintendo zu kaufen, sondern hat einfach diesen Adapter genommen. Also dieses SMD 800 wird hier oben drauf gesteckt, so wie es sonst ins Mega Drive gesteckt wird. Hier vorne kann man dann ein Super Nintendo Modul reinstecken. Und das Gerät selbst wird auch in Super Nintendo reingesteckt. Hier sieht man das so, ne? Das ist dieser Slot so, der Stecker für den Slot passend. Ja, zum Super Nintendo dann halt. Ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sehen. Denn, ja, nichts dran. Denn das Diskettenlaufwerk, das war ja schon an dieser Backup-Unit, die fürs Mega Drive ist, da war der hier schon mit dran, dieses Diskettenlaufwerk. Ich habe hierzu aber, das war so ein Bundle, was ich aufgekauft habe mit mehreren von diesen Geräten, da war schon Diskettenlaufwerk mit dabei. Ich habe aber schon eins, aber dann habe ich das halt als Ersatz dann noch. Das hole ich jetzt mal eben und zeige das nochmal eben kurz. Ja, bevor ich das Diskettenlaufwerk hole, zeige ich das hier nochmal. Also hier sieht man das nochmal, ne? Super Nintendo, dann kommt dieses Gerät, was ich eben gezeigt habe, dazwischen. Da kann man dann noch ein Modul reinstecken zum Auslesen und was weiß ich und so. Und dieses Gerät, das ist das SMD 800, das ist das, was ich schon mal gezeigt habe fürs Mega Drive. Das wird dann oben hier aufgesteckt und da wird dann das Diskettenlaufwerk angeschlossen. Dann kann man ja Disketten auslesen, beschreiben und so weiter. Also hat man hier so einen schönen Tower aufgebaut und ja, kann dann da ordentlich spielen. Ja, die Verpackung selbst von dem Diskettenlaufwerk ist schon ziemlich runtergekommen. Das sieht man hier. Schon ordentlich geklebt, aber das Diskettenlaufwerk selbst, das ist wirklich noch top in Schuss. Ja, hier haben wir das. Bei dem ersten, bei dem SMD 800, was ich gekauft habe, war ja genau das gleiche Teil mit dabei, aber da war das Ding ja irgendwie völlig zerfetzt. Also nicht das Gehäuse, nicht von außen und so weiter, aber hier innen drin, da ist ein Festspannungsregler drin. Da hat wohl jemand das Netzteil falsch rum angeschlossen und da ist das Ding richtig auseinandergeflogen, richtig. Ja, lagen alle Stücke drin. Habe ich aber gleich wieder ausgetauscht und repariert, das läuft auch noch. Dann habe ich das jetzt hier als Ersatz. Richtig schön. Ist auch mit Kabel und allem dabei. Super. Das soll es dann auch mal wieder für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen unterhalten und ihr habt ein paar Sachen gesehen, die ihr vorher noch nicht kanntet. Wie zum Beispiel, ja, dieses V64 Junior. Wie gesagt, zu diesen ganzen Backup-Units werde ich dann auch nochmal bei Gelegenheit
einige Tech-Videos machen und ja, die Dinger richtig mit Menüs und so weiter vorstellen und was man da so alles machen kann. Ja, wie gesagt, also das soll es dann gewesen sein und in der nächsten Folge habe ich dann noch jede Menge Mega Drive Spiele, auch so ein paar Hardware-Sachen fürs Mega Drive. Und ich denke mal 32X war da sogar auch mit bei und Mega CD und jede Menge andere Sachen. Muss ich mal gucken, wie ich das aufsplitte. Ich habe noch so viele Sachen rumliegen, also das reicht noch für ein paar Videos. Dann sage ich bis dann. Tschüss.